Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, ein Seminar mit Ralf Gehler vom Zentrum für traditionelle Musik vom Freilichtmuseum in Schwerin-Müß steht bevor und dieses Seminar beschäftigt sich mit diesem merkwürdigen Musikinstrument, der Sackpfeife oder dem Dudelsack. Wenn Sie die Küselwind in der, die Küselwind-CD in der Heimatschatzkiste gehört haben, dann haben Sie festgestellt, dass in einigen Stücken dieses Musikinstrument zu hören ist. Und Sie werden sich gefragt haben, was soll dieses Instrument hier in Norddeutschland? Nun, ich kann Ihnen berichten, dass der Dudelsack oder die Sackpfeife in Mecklenburg eine bedeutende Rolle spielten in der traditionellen Musik. Und in diesem Sinne möchte ich einmal anfangen mit einem Stück gespielt auf der Sackpfeife, ein Stück Tanzmusik aus Mecklenburg, aufgezeichnet in einer Handschrift, welche sich heute im Vossidl-Archiv in Rostock befindet. So hörte sich das vielleicht an auf den Tanzdielen in Mecklenburg und Vorpommern in der Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Und genau wissen wir nicht, wann der Dudelsack oder die Sackpfeife das erste Mal in unserer Region zu hören war. Wir haben einige archäologische Funde aus Nachbarregionen, unter anderem hier die sogenannte Falsterpiken, von der Insel Falster in Dänemark, ein archäologischer Fund, wahrscheinlich aus dem 11. Jahrhundert, habe ich hier mal nachgebaut. Ein Stückchen Holz, nicht länger als 20 cm, zwei Hörner und eine Spieltechnik, die ich Ihnen gleich demonstrieren möchte, die so ein bisschen einen Eindruck geben könnten, was gespielt worden ist auf Dudelsack-ähnlichen Instrumenten im 11. Jahrhundert. Hier hinten in diesem Instrument steckt ein kleines Schilfrohrblatt und dieses Schilfrohrblatt ist gespalten. Mit einer gespaltenen Zunge spricht es zu uns und wenn man darauf trötet, dann ist sozusagen der Ton da, das ist der Tongenerator sozusagen. Mit einer Kappe versehen kann ich ihn in den Mund stecken und mittels Zirkularatmung Dudelsack-ähnliche Klänge erzeugen, die dem Dudelsack wahrscheinlich in seiner Entwicklung vorangingen. Nun, das Ganze hörte sich dann ungefähr so an.
Ja, merkwürdige Klänge, ein wenig arabisch anmutend, aber dennoch im südlichen Ostseeraum des 11. Jahrhunderts so zu hören gewesen. Die Falsterpiepen aus der dänischen Nachbarschaftsregion von Mecklenburg-Vorpommern. Der Fund einer Spielpfeife eines wahrscheinlich Dudelsacks aus der Zeit um 1400 aus einer Rostocker Schwindgrube beweist, dass dieses Instrument hier auch in der Region gespielt worden ist, schon in dieser frühen Zeit. Und wir haben ein wunderschönes archäologisches Artefakt hier, wiederum ein Nachbau dieses Instruments, welches im Augenblick in Mecklenburg und Vorpommern einzigartig ist. Aber vielleicht ergibt sich ja aus neuen archäologischen Funden noch einmal ein Fortschritt in dieser Hinsicht. Ja, in den Akten des Landeshauptarchivs und in anderen Quellen finden wir dann einiges zu diesem Instrument im 16., 17., 18. Jahrhundert. Und ich habe darüber ein kleines Heftchen geschrieben, Sackpfeifer in Mecklenburg zu bekommen über das Mecklenburgische Volkskundemuseum in Schwerin-Müß, wo ich ein wenig die historischen Quellen dieses Instruments dargestellt habe. Akten, die uns beschreiben, wie Dudelsackspieler auf den Dörfern gespielt haben, welche Anlässe es gab, was sie verdient haben, welche Konkurrenten sie hatten und so weiter und so fort. Also durchaus interessant zur Geschichte dieses Instruments. Ja, die frühen Dudelsäcke zu erforschen ist eine schwierige Sache, da wir eben außer der Rostocker Spielpfeife keinen frühneuzeitlichen Fund haben. Und es gibt verschiedene Traditionen des Dudelsackspiels in Europa, die sich um uns herum nachweisbar entwickelt haben. Wir haben den westeuropäischen Dudelsacktyp, das ist der, den ich hier eben am Anfang spielte, die sogenannte Schäferpfeife, wie Michael Praetorius sie Anfang des 17. Jahrhunderts nannte. Und wir haben osteuropäische Dudelsäcke. Und gerade im Ostseeraum sind diese Dudelsäcke recht verbreitet gewesen, in Finnland, in Schweden, in Dänemark, in Estland und wahrscheinlich hier auch bei uns in Norddeutschland. Wenn Sie sich das anschauen, die Spielpfeife dieses Instruments ist doch der Falsterpiepen doch recht ähnlich und man könnte fast eine Tradition im Bau dieses Instruments vermuten. Ich möchte auf diesem Instrument der schwedischen Säckpipa, die in dieser Tradition des Ostseeraumes steht, ein Stück spielen. Ich benutze zum Anblasen dieses Instruments einen Blasebalg, da die Rohrblätter recht empfindlich sind und sie somit geschützter vor Feuchtigkeit sind, wenn ich mit dem Blasebalg dort hinein blase. So, das Instrument ist präpariert, angedockt und die Luft füllt den Balg. Ein schönes Stück, was ich einmal genannt habe, Refka Schottisch. Thank you.
sehr interessant anzuhören. Ganz unterschiedliche Sounds, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Die westeuropäische Sackpfeife, die ich eingangs spielte, hat eine konische Innenbohrung und ein Doppelrohrblatt, was einen sehr scharfen Ton gibt. Während die osteuropäischen Dudelsäcke und mit ihnen auch die Sackpiper und die Ostseeraum-Dudelsäcke ein normales Schilfrohr in sich tragen mit einer abgespaltenen Zunge. Zwei grundverschiedene Prinzipien trafen also damals in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern aufeinander. Und wir wissen nicht genau, welcher Typ Instrument jetzt hier zu welcher Zeit den Vorrang hatte. Wir können es in etwa erahnen, dass wir hier bei den älteren Typus vorfinden, mit der Schäferpfeife den Typus des 16., 17. Jahrhundert und im 18. und im frühen 19. Jahrhundert dann wiederum die Bockpfeifen, große Dudelsäcke mit Hornstürzen, die aus Osteuropa tradiert worden sind. Ja, das Dudelsackspiel in Mecklenburg starb aus. Die letzten Dudelsackspieler, die hier zu sehen waren auf den Straßen oder auch vielleicht sogar in den Stuben der Leute, das waren italienische Musikanten, die seit dem 18., vor allem aber im 19. und frühen 20. Jahrhundert mit diesen Instrumenten hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern musizierten. Die sogenannte Zampogna ist dies. Hier ein Originalinstrument, ein älteres. Mit diesem Instrument zogen italienische Wandermusikanten durch Deutschland und weiter noch nach Norden bis nach Schweden hinauf und spielten hier auf den Straßen Unterhaltungsmusik für die Leute. Als diese dann im Zweiten Weltkrieg verschwanden, war das Spiel, das Dudelsackspiel in Deutschland im Prinzip tot. 1945 kam eine schottische Division nach Schwerin und spielte auf dem alten Garten ein Tattoo mit schottischen Dudelsäcken. Dann erst begann ein Revival des Dudelsackspiels in den 80er Jahren in der DDR und auch in der Bundesrepublik und Instrumente wurden revitalisiert. Dieses Instrument, was ich eingangs spielte, ist eigentlich ein ganz modernes. Es folgt in seiner Form und in seinen Funktionen zwar den alten Instrumenten, aber die Skala ist völlig neu angelegt worden. Das Instrument hat völlig neue musikalische Möglichkeiten und die folgen eben dem Bedürfnis von Dudelsackspielern heute diese Instrumente zu spielen und als wirkliche Musikinstrumente zu benutzen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Freude bei der Benutzung der CD und der Tanzmusik in der Heimatschatzkiste auf der CD Der Küselwind.